Darf man als Mann eine Silberkette tragen? Soll man irgendwo hingezogen werden oder warum fragst du? Schon verständlich. Ein Mann hat eine gewisse Art von Schmuck, den er tragen darf und anderen, den er nicht tragen darf. Was darf ein Mann tragen von Schmuck? Bitte schön. Okay, du hast noch nicht klar geantwortet. Bitte schön. Ein Ring. Man kann einen Ring tragen. Darf man einen Ring aus Silber tragen? Darf man einen Ring aus Eisen tragen? Darf man einen Ring mit Siegel tragen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Darf man tragen. An welchem Finger? An welchem Finger? Bitte? Bitte? Auf keinen Fall. Das ist für Frauen. Da hast du die Fatwa vertauscht. Ringfinger? Was ist der Ringfinger? Okay. Und welchen? Kleinfinger. Und den Kleinfinger. Rechts oder links? Beides. Sehr gut. Alhamdulillah. Das darf man tragen. Darf ein Mann eine Uhr tragen? Und wenn Gold darin ist, auch wenig? Nein. Wenn sie aus Silber ist? Nein. Darf ein Mann einen Armreifen tragen? Haben wir auch heute. Süße Männer, die Armreifen tragen. Darf er so etwas tragen? Nein. Halskette? Nein. Das ist Schmuck der Frau. Oder Ohrringe, ja, haben wir auch. Ja, Ohrringe. Yahua, es gibt Schmuck, der eindeutig den Frauen zugeschrieben wird. Zum Beispiel Ohrringe. Zum Beispiel Asawir, wie heißen die? Armreifen. Zum Beispiel Halsketten. Das ist alles für Frauen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah verflucht die Männer, die die Frauen ähneln, nachmachen. Allah verflucht sie. Und umgekehrt auch die Frauen, die die Männer. Es gibt auch heute eine Frau, mashallah, die trägt so Sicherheitsschuhe und hat eine Bohrmaschine so in der Seitentasche. Und ja, so geht sie durchs Leben und denkt, sie wäre ein Mann. Macht auch Gerüstbau und so. Kennst du die? Ja. Dachdeckerin, ja, genau, richtig. Ja, es gibt alles heutzutage.